Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play von RuneScape, dem Nachfolgerprojekt von Champions of Regnum. Und das sehr interaktiv. Ihr könnt mir eine Freundesanfrage schicken. Und zwar, wo kann man das? Wo haben wir das gesehen? Hier. Freunde. Dürft ihr mir hier plus Freund hinzufügen. Und dann gebt ihr ein. Gibt es hier irgendwo den Name? Da muss ich noch hier aufmachen. Nein, nicht aktive Aufgabe. Hier. Wo steht's, wo ich stehe? Da. Könnt ihr LP Drago eingeben? LP. Ja, bitte. LP Drago. Und dann ja. Anmachen. Und dann habe ich eher mich als Freund hinzugefügt. Könnt ihr mich treffen und so weiter. Und ja. Ich nehme alle an. Und ja, außerdem macht dann Mist oder sonst irgendwas steht im Wege rum. Also lasst mich nicht spielen, nicht aufnehmen, dann werde ich euch wieder rausschmeißen und euch eventuell melden. Ich bin auf dem Server 102. Das ist ein Mitgliederserver, da müsst ihr 8 Franken pro Monat zahlen, also wahrscheinlich 6,50 Euro oder so. Und dann kommt ihr auf diese Welt oder ihr könnt am Sonntag immer kommen auf die Welt 122, das ist eine freie Welt. Dort werde ich anwesend sein, den ganzen Sonntag. Oder fast den ganzen Sonntag zwischendurch. Und so um 3 Uhr werde ich sicher da sein und sagen wir um 7 Uhr werden wir auch sicher da sein. Also werde ich sicher auch da sein und wir treffen uns genau hier, wo ich jetzt stehe. Und ja, können ein bisschen diskutieren, könnt mir Fragen stellen und so weiter. Aber eben, ich spiele, ich nehme das Let's Play in einer Mitgliederwelt auf, weil ich ja das ganze Spiel zeigen will und nicht nur ein wenig. Und ja, dann beginnen wir jetzt. In Ding RuneScape gibt es verschiedene Fertigkeiten, die sind hier. Da gibt es zum Beispiel Gewandtheit, Verteidigung, Fischen, Diebstahl und die leveln sich durch Benutzung. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Magier ist und immer Zauber einsetzt, dann wird man besser, bekommt neue Zauber, neue Fähigkeiten und so weiter. Oder wenn man zum Beispiel Schmied ist, wenn man ja Schwerter herstellt oder Plattenpanzer, dann bekommt man hier EP und so weiter. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier schon ein paar gemacht, das ist vom Tutorial. Hier fischen hat einer gezeigt, wie man fischt oder hier kochen, aber das habe ich jetzt mal übersprungen. Und ja, Lebenspunkte startet man, glaube ich, mit 10, das habe ich wegen einem Kampf, habe ich jetzt da schon 11, aber man hat noch nichts verpasst. Man kann sich da alles ein bisschen ansehen, sieht, was man bekommt. Und ja, manchmal bekommt man auch so Zutritt zu einer Festung und so weiter. Und eines der am meisten geliebten Dinge ist bei mir Kampfkunst, Baukunst. Da könnt ihr eine eigene Wohnung bauen, also ein eigenes ein Haus, eine Villa und ein Hafen. Den Hafen habe ich noch nie gesehen, die Wohnung habe ich mal vor 3 Jahren ausprobiert. Und hier zum Beispiel Kerkerkunst, die kenne ich überhaupt nicht, die ist neu. Und es kommt bald noch eine Fertigkeit dazu. Und Berserker, das ist eine sehr wichtige bei mir im Let's Play. Ich werde den Umhang holen, der man bekommt, wenn man das erste Mal Level 100 erreicht hat mit einer Fähigkeit. Ich werde Berserker also am meisten trainieren, wenn es überhaupt geht, wenn nicht Nahkampf oder so schneller trainiert. Aber ich habe einen Plan, weil man ja Stärke nicht unbedingt braucht, werde ich das dann da im Ding am Schluss von der Ding trainieren, damit ich da nicht Level 100 beim Angriff bekomme oder so. Also das wird die erste Level 100 Fertigkeit sein, damit ich den schönen schwarzen Umhang bekomme. Und hier haben wir zum Beispiel Haustier, das ist auch noch ein Future von Regnum, zum Beispiel dieser Hund. Und hier kann man Haustier rufen. Ja. Ich habe da leider noch keine aus dir. Hier haben wir Erfolge.
können wir auch noch alles mal schön anschauen. Und wir gehen jetzt mal, ich muss schauen, nein, nicht das. Der Blutpacht spricht mit Xenia auf dem Friedhof von Lumbridge. Ich möchte noch das Menü öffnen. Hier haben wir einen Fisch. Okay. Das ist zum für die Lebensregeneration. Also als Heilmittel. Und hier ist die Dame Xenia. Ansprechen, Xenia. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich brauche Ihre Hilfe. Was für eine Hilfe brauchen Sie? Das bin ich hier. Einige Kultanhänger Zaramonax haben eine Gefangene mit in die Katakomben genommen. Ich weiß nicht, was sie im Schilde führen, aber ein Kaffeekränzchen ist es sicher nicht. Es waren drei und ich bin nicht mehr so jung wie beim letzten Mal, als ich hier war. Ich möchte nicht ohne Verstärkung dort hinuntergehen. Ich werde Ihnen helfen. Linksklick auf die Schaltfläche, um das Abenteuer anzunehmen. Das hatte ich gehofft. Hier dürfen keine Zeit verlieren. Gehen Sie die Treppe herunter, ich werde Ihnen folgen. Okay. Runtersteigen. So. Was haben wir hier für ein Abenteuer? Hier haben wir vier Leute und die drei Leute und die Gefangene. Los, Karl! Die Zeit läuft uns davon. Ralf, bist du dir sicher? Es muss doch einen anderen Weg geben. Wir haben einen Blutpakt abgeschlossen, Karl. Für uns drei gibt es keine Umkehr mehr. Ja, aber müssen wir dessen Idioten mitnehmen? Ja, erinnere dich an den Blutpakt. Du hast doch das Buch gelesen. Lasst mich gehen. Ich habe keinen Blutpakt abgeschlossen. Halt die Klappe! Karl, du bleibst hier, bewach die Tür. Und du kommst mit. Okay, sehen nicht sehr vertrauenswürdig aus. Und jetzt können wir hier mit dem WASD oder dem Mausrad und so. Okay. Gut, dann schauen wir mal um. Hier hat's Gräber. Aua. Ach. Anscheinend bin ich doch zu alt dafür, Sie werden ohne mich weitermachen müssen. Ich habe keine Zweifel mehr daran, dass Sie gut kämpfen können, aber ich kann Ihnen helfen, Ihre Talente zu fördern. Öffnen Sie Kampffähigkeit Interface, okay? Und jetzt? Hallo? Das muss ich nehmen. Ah, hier oben. Hier findest du all deine Fähigkeiten und Gebete. Wenn du im Kampf erfolgreich sein willst, musst du diese Weise nutzen. Mit diesem Interface kannst du Fähigkeiten zu deiner Aktionleiste hinzufügen, um sie dann beim Kämpfen zu benutzen. Linksklick auf die Fertigkeit Gemetzel und zieh sie auf deine Fertigkeit. Gemetzel, das ist doch zersäbeln, Gemetzel. So. Jetzt kannst du die Fähigkeit Gemetzel beim Kämpfen einsetzen. Linksklick auf die Fähigkeit Überwältigen und zieh sie auf deine Aktionsleiste. So, du hast gerade mittlere und ultimative Fähigkeiten zu deiner Aktionsleiste hinzugefügt. Um sie zu benutzen, benötigst du Adrenalin. Hier wird dir angezeigt, über wie viel Adrenalin du verfügst. Wenn du kämpfst, generierst du Adrenalin. Wenn du genug Adrenalin generiert hast, kannst du eine mittlere Fähigkeit einsetzen. Ich werde dir folgen. Ich werde ihnen folgen, aber nicht kämpfen. Kehren Sie zu mir zurück, wenn Sie verwundet sind. Ich habe etwas Essen dabei. Sie sind leicht verletzt. Sie sollten etwas von der Nahrung essen, die Sie bei sich haben. Der erste Kultanhänger benutzt eine Fernkampfwaffe, weshalb sie ihn mit ihrer Nahkampfwaffe angreifen sollen. Okay, ich schaffe das schon. Dann werden wir mal die Fernkampfwaffe benutzen.
Ah, nein, gegen den Fernkampf. Gegner kämpfen mit der Nahkampfwaffe. Aktivieren. Da muss ich da direkt kämpfen. Ich treffe nicht. Jetzt können wir die 3 einsetzen. Boom. Ich mache am liebsten jetzt noch das Inventar auf. Ja, wir haben leider nur diesen Fisch. Nochmal ein bisschen betäuben wieder. Okay. Oh, was war denn das? Oh Gott, was macht der? Und jetzt eine ultimative Angriff. War das jetzt einer? Nein, wahrscheinlich nicht. Werden sie mich töten? Ja. Ich habe ein paar Fragen. Gern, ich erzähle Ihnen alles. Wer sind Sie? Wer sind die anderen? Was haben Sie dort unten im Schädel geführt? Ich weiß es nicht wirklich. Also, Ralf war ein Messerdiener hier in der Kirche. Er hat etwas über die Katakomben in Erfahrung gebracht. Ich weiß aber nicht, was. Vielleicht etwas darüber, wie sie gebaut sind. Caitlin hat am Turm der Magier studiert. Sie hat auch etwas gefunden, und zwar in der Ruine des alten Turms. Es stammte noch aus der Zeit, als die Magier von Zamarok ihn benutzen. Caitlin und Ralf haben dann die Teile des Putzes zusammengefügt. Sie meinten, sie hätten ein Ritual entdeckt, das sie durchführen können und das ihnen die Macht über Leben und Tod verleihen würde. Wir drei haben dann einen Pakt abgeschlossen, so dass wir nicht allein sein würden, egal was auch geschieht. Dann haben wir Ilona entführt. Sie hat auch am Turm der Magie studiert. Caitlin kannte sie von dort. Ralf und Caitlin gehen hinab, um das Ritual durchzuführen. Ich weiß nicht, was sie dafür tun müssen. Und sie haben da einfach mitgemacht? Wegen dem Blutpakt. Wir hatten einen Blutpakt abgeschlossen und Ralf meinte, dass er es mich an ihn bindet. Deshalb muss ich alles tun, was er mir befahl. Er drohte mir damit, mich zu verfluchen. Genug gefragt. Werden sie mich jetzt töten? Ich weiß ja nicht, er hat wenig gemacht. Machen wir die 3. Nein, geben Sie mir Ihre Sachen und hauen Sie ab. Jetzt zieht er sich aus. Ich glaube nicht, dass er noch weitere Schwierigkeiten machen wird. Ich bin froh, dass Sie ihn nicht töten mussten. Ich glaube, die zweite Kultanhängerin war eine Magierin. Sie sollten eine Fernkampfwaffe benutzen, um Magie entgegenzuwirken. Fragen Sie mich ruhig, wenn Sie Hilfe benötigen. Okay, das ist so ein Triangelsystem. Und damit kann man mit Bogenschützen gut gegen Magier kämpfen. So, hier ist Fernkampf. Dann machen wir die auf die 5. Okay. Habe ich schon gemacht. Also. Jetzt kannst du... Ja. Dann müssen wir wohin? Hier ist eine Grufttür. Da drüben nicht. Okay. Aha. Ah, so können wir kämpfen. Ups. Hey. Bleibt hier. Das ist ein automatischer Angriff. Der setzt sie automatisch ein. Oh, die stunt sogar noch. So, die haben wir auch geschafft. Gut. Gute Arbeit! Sie müssen das Tor öffnen, um in die andere Galerie zu gelangen. Da sollte irgendwo eine Winde sein.
Ja, hier bedienen. So. Okay, super. Haben wir auch diesen Gang nach drüben gefunden. Jetzt könnten wir kurz noch zu ihr gehen, um heilen. Vielleicht hat sie ja was. So. Ansprechen. Sie sind leicht verletzt. Sie sollten etwas von der Nahrung essen, die Sie bei sich haben. Sie müssen sich um die zweite Kultanhängerin kümmern. Da das Tor jetzt geöffnet ist, können Sie in die Galerie auf die andere Seite gelangen. Ich habe leider nur ein Ding, Fisch. Nein, wir lassen das erst im Notfall. Weil ein Fisch regeneriert sehr viel Lebensenergie für den Anfang. So, ansprechen. Worauf warten Sie? Geben Sie mir den Rest. Oh Gott, sieht sie schrecklich aus. Ich habe ein paar Fragen. Was? Wer sind Sie? Ich bin die Magierin Caitlin. Wer sind die anderen? Ralph war mal Messdiener in der Kirche von Lumbridge. Zusammen haben wir die Idee entwickelt. Karl war bloß ein Idiot, den Ralph überredet hat, uns zu helfen. Ich habe gehört, dass sie ihn haben gehen lassen. Das hatte er nicht verdient. Er ist zu nichts zu gebrauchen. Nein, das haben wir schon. Was haben Sie dort unten zu Schilde geführt? Sie wollen ein Held sein und wissen nicht mal, was dieser Ort ist. Das ist die Gruft von Dragit Nurn. Dragit Nurn war ein Nekromant. Er hat vor Jahrzehnten in Lumbridge gelebt. Er hat niemanden erzählt, dass er ein Nekromant war. Alle dachten, er sei ein reicher Adliger und ein Magier. Er hat diese Katakomben bauen lassen und wurde hier in einer besonderen Gruft beigesetzt. Ralph war Messdiener hier in der Kirche. Er hat erfahren, dass Dragut Nurn hier beigesetzt wurde. Ich habe am Turm der Magier studiert. In der Bibliothek habe ich eine Notiz von Dragut Nurn entdeckt. Der Körper eines Nekromanten enthält mächtige Magie. Wir haben herausgefunden, dass wir ein Ritual an seiner Gruft durchführen können, um die Geheimnisse seiner Magie zu entschlüsseln. Das hätte uns die Macht über Leben und Tod verliehen. Genug gefragt, wir verschonen sie. So, hau ab. Auf dem Weg nach draußen kam die zweite Kultanhängerin an ihr vorbei. Ich glaube nicht, dass sie noch weitere Schwierigkeiten machen wird. Ich bin froh, dass sie sie nicht töten mussten. Ich glaube, der dritte Kultanhänger ist ein Schwerkämpfer. Nahkämpfer lassen sich am besten mit Magie bekämpfen. Sprechen Sie mit mir, wenn Sie Hilfe brauchen. Den Stab nehmen. Ausrüsten. Dann hier unten. So. Da können wir eigentlich da einsetzen oder was? So. Gut. Und dann haben wir hier noch einen Lufthieb. Ein einfacher Luftzauber. Zaubern. Ja, ich hab's ja. So, wir haben Bo-Magie, keine Magieliste. Was ist eigentlich das da? Mache ich hier oben hin. 100, 1055 Fähigkeitenpunkte oder so. So, wir haben den Stab und jetzt gehen wir hier runter. Jetzt können wir hier öffnen. Der Trank ist fertig. Wo sind Sie? Alle sollten anwesend sein. Lass mich gehen, ihr... Halt die Klappe!
Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin El Pedrago, ich bin ein Abenteurer. Ich bin El Pedrago, keine Angst, Ilona. Ich werde Sie hier rausholen. Ich bin Ihr schlimmster Albtraum, sieht zamorakischer Abscham. Wir nehmen 3, ich habe die anderen 2 am Leben gelassen. Sie waren schwach, Zamorak wird sich von Ihnen abwenden, aber auf mich wird er herablächeln. Herablächeln, wenn ich ihm ihr Blut anbiete. Ja, sicher. Sechs. Nochmal 6. Jetzt mal die 9. So, nochmal die 6. Und nochmal die 6. Die sind alle so schwach. 9. Nochmal die 9. Sehr schön. Und er ist tot? Nein, er hat noch 4 Leben. Jetzt ist er tot. Sie haben mich geschlagen, Abenteuer. Und jetzt machen Sie dem Ganzen ein Ende. Vollenden Sie den Blutpakt in dieser Gruft. Ich habe ein paar Fragen. Stellen Sie Ihre Fragen. Wer sind Sie? Ich bin Ralf, ein Krieger Zamorax und der Anführer des Blutpaktes. Was sagt er über die Schwede geführt? Saradomins Herrschaft über Lumbridge muss ein Ende gesetzt werden. Der tyrannische Gott ist dem Untergott geweiht. Mithilfe des Blutpaktes und der Macht der Gruft von Dalgard Nurn hätten wir eine Armee der Toten losschicken können, um diese Stadt für Zamorak zu erobern. Aha. Dann geben Sie mir einen Rest. Wollen wir den töten? Ich weiß nicht, der ist der Böseste. Ja, wir töten ihn. 2. Mit der Faust. Der Krieger hat seine Waffen fallen gelassen. Linksklick auf das Schwert für die Waffenhand, um es aufzuheben. Okay, Hilfe! Beten Sie mich los, damit wir hier abhauen können. Ich will aber zuerst hier ausrüsten. So, jetzt haben wir 2 Schwert. Ja, yeah, das ist doch mal etwas Tolles. Losbinden. Ja, Ilona retten. Und jetzt? Den Göttern sei Dank, wir sind draußen. Ich dachte, ich würde dort unten sterben. Sie haben mir das Leben gerettet, Unbekannte. Ich danke Ihnen. Nun, Abenteuer, Sie haben es geschafft. Als Belohnung sollten Sie die Waffen der Kultanhänger behalten. Möchten Sie mich noch etwas fragen, bevor Sie zu weiteren Abenteuern aufbrechen? Ich bin bereit für eine Belohnung, das ist doch wichtig. Auf Wiedersehen, Abenteuer. Du hast das Abenteuer der Blutpack abgeschlossen. Du hältst 1 AP, also Aktionspunkte oder Abenteuerpunkte wahrscheinlich. Dann Kars Ladungsbogen, Caitlins Stab und Ralfs Schwertern. Eine EP-Lampe mit jeweils 100 EP in Angriffsstärke, Verteidigung, Fernkampf und Magie. Zugang zu den Katakomben von Dunbridge, 2 Schatzjäger, Schlüssel. Und Abenteuerpunkte 2, also das sind wahrscheinlich 1 AP, 2 AP. Okay. Fortfahren. Du hast dir die Wegfinder-Kapuze verdient. Du hast dir den Wegfinder-Mantel verdient. Okay, sehr gut. Du hast eine EP-Lampe erhalten. Du kannst daran reiben, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Klick hier, um deine Fähigkeiten anzusehen. In RuneScape gibt es insgesamt 26 Fertigkeiten. Wenn du diese trainierst, kannst du mit der Zeit immer neue Tätigkeiten ausführen und hältst Zugriff auf neue Abenteuer und Gebiete im Spiel. Du kannst jederzeit an der Lampe testen, um die EP zu bekommen, die darin enthalten sind. Klick hier, um die Karte für das Magnetnetzwerk zu öffnen. Teleportieren. Klicke auf den Magneten, um dich zu deinem Zielort zu teleportieren.
Nach Farok. Okay. So, jetzt sind wir in Varrok. Hier ist ein Spieler. Der wahre Prinzip, X-Prinzip. Und hier haben wir der wahre New Power 67. Das ist ein NPC. Okay. Linksklick auf diese Schaltfläche, um die Weltkarte zu öffnen. Ah, super. Also hier unten waren wir vorher. Und hier sind wir nun. Und wir sehen eine schöne große Karte. Da haben wir viel zu entdecken. Und überall gibt es irgendwelche Belohnungen. Und wir müssen wahrscheinlich in die Burg dorthin gehen. Dazu gehen wir wieder raus. Ja, einfach ESC drücken. So. Ja. Der Diamantentöter. Sprich mit Grünfeld, das Grünfeldbach in der Kirche östlich vom Palast. Okay, dann schauen wir uns mal ein bisschen um in dieser Stadt. Hier haben wir zum Beispiel eine Tür. Schauen wir mal, was wir hier drinnen finden. Durchsuchen Kisten. Nichts. Befindet sich nichts Interessantes. Regal. Ja, ein paar Bücher. Du findest ein Buch über die Wildnis. Okay. Lesen. Im Nordosten Runescapes gibt es ein Gebiet, auf dem Spieler gegeneinander kämpfen dürfen. Dieses Land ist als Wildnis bekannt. Ja, das ist das PvP-Gebiet. Aber das lese ich jetzt nicht durch. Das können wir ein anderes Mal durchlesen, also wenn wir es brauchen. Und wir gehen mal nach oben. Hier ist Holzcontainer. Ja, hier finden wir wahrscheinlich nicht viel Gescheites. Wir gehen mal in ein Geschäft, wo es irgendwas gibt. Wir könnten hier noch die Kapuze tragen. So, sehen wir schon ein bisschen schöner aus. Und ja, das ist ein Gasthaus. Hier können wir eine Frau angreifen. Dr. Harlow ansprechen. Kannst du mir ein Bier ausgeben? Ich glaube, sie haben schon genug getrunken. Ich glaube, sie haben schon genug getrunken. Ja. Pff, ich bekomme nie genug. Okay. Barbarin Stufe 40. Ist das auch eine... Nein, das ist kein Spieler, die ist gelb. Die Spieler sind braun oder orange. Okay. Dann will ich mal ein Bier trinken. Ansprechen, Bierkeeper. Was kann ich für Sie tun? Ein Glas von Ihrem besten Bier, bitte. Wissen Sie, wo ich gute Ausrüstung bekommen kann? Also, auf der anderen Straßenseite gibt es einen Schwertladen, aber es gibt auch jede Menge Läden rund um den Markt. Okay. Ja, ich will jetzt kein Bier trinken. Aber Bier kann man wirklich trinken in diesem Game, glaube ich. Also es ist sehr nahe an Skyrim. Und halt an einem anderen MMORPG. Und das Spiel ist schon seit 13 Jahren auf dem Markt und wird immer wieder verbessert. Die Grafik wurde erst kürzlich ein bisschen verbessert. Es gibt jetzt eine HTML5-Version. Aber die hat bei mir Grafikfehler. Es ist überall rosa und grün. Und weiß nicht wieso, an was das liegt, vielleicht an dem Browser. Ich habe Chrome, ich weiß nicht, ob es so auf Chrome schlecht geht oder so, keine Ahnung. So, sprechen wir mal mit Ify. Hallo mein Lieber, wollen Sie das Kostüm abholen oder kann ich Ihnen sonst irgendwie zu Diensten sein? Ich bin hier, um ein Kostüm abzuholen. Bei einigen Kostümen ist ein Gratis-Geste dabei.
Kaufen Sie einfach einen Teil des Pantomimen- oder Zombie-Kostüms und ich zeige Ihnen alle wichtigen Bewegungen. Oh, die sind zu teuer. Wir haben nur 25 Gold. Okay. Dann verkaufen wir mal ein paar Sachen. Hier zum Beispiel das Buch. Nein, das wollte ich nicht. Verkaufen. So. Eins verkaufen. Du kannst den Gegenstand nicht verkaufen. Aber wahrscheinlich kann man das nur in den richtigen Shops verkaufen. Dort, wo der Gegenstand hat, dazu gehört. So, was ist das? Ein Ladengehilfe. Ansprechen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, bitte, was verkaufen Sie denn? Oh, da haben wir etwas Besseres. Können wir das verkaufen jetzt? Ich möchte gerne... Ah, nein. Handeln. Ich will nur das verkaufen. Kann man auch nicht verkaufen, aber ein Bronzeschwert kann man verkaufen. Ja, das können wir verkaufen, das kann man selber wieder herstellen. Und sonst kann man leider hier nichts verkaufen, aber etwas kaufen kann man. Was brauche ich denn? Eine Zunderbüchse wäre nicht schlecht oder so. Eine Neulingskarte. Nö. Einen Hammer. Eine Tortenform. Eimer. Eine Schnurschere. Ein leerer Topf. Was braucht man? Einen leeren Topf oder einen Krug? Einen Eimer. Ja, wir werden jetzt noch nichts kaufen. So, wir gehen weiter. Zum Beispiel hat es hier noch Stände mit ein paar Leuten. Mit dem mal sprechen hier. Der Zwerg ist sehr beschäftigt mit einem handwerklichen Detail und achtet gar nicht auf dich. Okay, schade. Dann gehen wir doch mal hier rein. Was ist denn das für ein Laden? Da kann man mit dem handeln. Guten Tag, mein Freund, guten Tag. Ich bin in der privilegierten Position, in denen die besten exotischen Waren anbieten zu können. Zeigen Sie mal, was Sie haben. Neue Auren. 1000 Sasser, 60.000 Punkte. Auren der Stufe 4. Giftreinigung. Ich habe 500 Punkte. Kann ich etwas umfärben? Aha, und wie bekommt man diese Punkte? Mal Ding fragen. Etwas über Loyalitätspunkte erfahren. Loyalitätspunkte verdient man auch sich mit fortwährender Runescope-Mitgliedschaft. Je länger man Mitglied ist, desto mehr Punkte verdient man sich pro Monat. Die Punkte kann man dann benutzen, um sich Dinge hier im Loyalitätsladen zu kaufen. Mehr Informationen gibt es auf unserer Webseite. Da kann ich Sie etwas zu Ihrem Angebot fragen? Natürlich, nichts würde mir mehr Vergnügen bereiten. Erzählen Sie mir mehr von Kosten, nein, von Auren. Uralte Mystiker aus weit entfernten Ländern haben die Knochen fantastischer Bestien mit so viel Können und Genauigkeit bearbeitet, dass sie magische Macht kanalisieren. Jede einzelne ist ein unbezahlbarer Schatz. Wie benutzt man sie? Man trägt sie zusätzlich zu den Handschuhen an den Händen. Wenn sie aktiviert werden, entsteht durch die magische Energie ein wundersames und deutlich sichtbares Leuchten. Welche Kräfte haben sie? Jede ist einzigartige. Einige helfen ihnen im Kampf, andere während des Trainings. Ich habe sogar von einem gehört, die Kanonenkugeln in Tintenfische verwandelt. Die Energie einer Aura ist allerdings nicht grenzenlos. Wenn Sie eine Aura für einige Zeit verwendet haben, müssen Sie sie Ihre Zeit geben, um sie wieder aufzuladen. Wie lange das dauert, hängt von der Aura ab. Ich biete Ihnen übrigens eine Spezialgarantie. Alle Auren sind verzaubert und kommen zu mir zurück, wenn sie verloren gehen. Wenn Sie eine Aura verlieren, können Sie sie einfach zu mir kommen,
können Sie einfach zu mir kommen und ich gebe es Ihnen zurück. Okay. Ja, dann werde ich mal kurz ein Resse, also kurz die Aufnahme wenden, wieder anmachen für den nächsten Part.